Die ersten Delta One-Aufträge sind heute in der Fortnite erschienen und zwar kriegen wir dadurch gratis Stuff und deshalb müssen wir die Dinger unbedingt abklappern und ich werde euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr den ersten Delta One-Auftrag abschließt und wie schnell wir das am besten und am schnellsten abschließt. Wir gucken auf jeden Fall direkt mal in die Aufträge rein, da habt ihr jetzt die Delta One-Option und unsere erste Mission ist Sammle Core-Marken. Hier seht ihr dann auch ganz schön ein paar Orte, wo ihr diese Core-Marken sammelt und mein Tipp ist, beziehungsweise die beste Route ist, wenn ihr die drei oben hier fokussiert. Ihr fangt hier oben an, rennt zu Shifty rüber und endet dann eure Tour hier an der Brücke. Das ist die einfachste Variante, beziehungsweise die schnellste, wo ihr direkt alle drei Marken auf einmal abklappern könnt. Ihr könnt natürlich auch noch hier hingehen, dann könnt ihr zwei, drei nebeneinander holen. Dann müsst ihr aber nach Sanctuary runterlatschen. Deshalb würde ich empfehlen, diese drei hier sich abzuklappern. Und das werden wir jetzt tun und ich zeige euch genau die Orte im Spiel. So, wir sind bei unserem ersten Spot angekommen. Hier seht ihr auch schon die Marke, die leuchtet hier so an dem Felsen hier. Also wir sind genau hier unterhalb von dem Ausrufezeichen. Und da sehen wir dann unsere erste Marke überhalb von Logjam Lumberyard. So, angekommen beim nächsten Spot. Wir sind hier gerade in Shifty Shafts. Hier ist immer eine Menge los, was Gegner angetrifft. Ich hatte gerade Glück, dass ich hier überlebt habe. Und zwar liegt die Marke direkt hier an dem großen Felsen bei der Mine dort oben. Also ihr könnt die Dinge eigentlich kaum parfieren. Die leuchten so hellblau, dass man die instant sieht, wenn man da ankommt. Und zwar ist das genau hier. Und der letzte Point wäre dann hier oben auf der Brücke. So, beim letzten Ort angekommen. Wir sind hier bei der Brücke. Hier musste ich jetzt tatsächlich auch ein paar Sekündchen länger suchen, bis ich es gefunden habe. Es war gut versteckt. Und zwar befindet sich das Ganze hier ganz unterhalb von der Brücke. Und zwar hier. Hinter dem Spinnennetz quasi hier. Und wenn wir das eingesammelt haben, sind wir dann auch mit der Mission fertig. Und haben quasi den ersten Auftrag von 5 abgeschlossen. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem kurzen Tipp-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.